Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Und ich bin jetzt gerade hier bei dem Quest der Außenseiter. Ich habe zwischendurch mal kurz hier hinten auf dieser Insel, wo wir zuletzt waren. Was war das hier? Ich habe diese kleinen einzelnen Mini-Quests nochmal kurz erledigt. Nee, da war das. Dachte ich, für die Aufnahme muss es ja nicht unbedingt sein. Hier haben wir so eine Quest der Außenseiter. Ich weiß nicht, was dieser rote Kopf bedeutet. Aber da steht Stufe 20, da sind wir drüber. Das machen wir und danach gehen wir sofort weiter nach Memphis. Nicht das amerikanische Memphis, sondern wahrscheinlich das hier in Ägypten. So, was haben wir denn da für ein... Was ist das? Das war eine Hyäne. Phylakis sind da die... Ach, das sind die Phylakis. Ach, die sind stärker, die haben... Aber... Ich habe jetzt diesen... ich habe eine neue Waffe, das habt ihr gar nicht vielleicht mitbekommen. Ich habe eine neue Waffe. Die, liefert die Gegner ein, wenn ich die treffe. Die Hyäne hilft mir. Oh. Okay, mein Pferd ist also nur betäubt. Ja, dann push mich mal over the edge. Komm her. Wenn immer mehrere Gegner, wenn es nur ein so ein Typ ist. Dann geht das ja. Bam, bam, bam. Oh. Ah, okay, da haben wir schon rein. Bam. Tod bestätigen. Ach, guck mal, können wir direkt den Tod von ihm bestätigen. Ein Phylake besiegt. Goldener Wolf, einfaches Schwert und Attentatsauftrag. Bike of Siwa. Styling himself as a Magi. He sought for crimes against the rule of our glorious Pharaoh. Mhm. Orders to kill me. Those who hold them must die before I do. Eliminiere die Phylakis, empfohlene Stufe 40. Ach, jetzt habe ich meditiert? Das ist ja interessant. Ich habe die Back-Taste, glaube ich, gedrückt gehalten. Und jetzt kann ich auf einmal meditieren. Huh. Gut zu wissen. Wo steht denn das mit den Phylakis? Die Beute, Phylakis Stufe 40. Aber Belohnung, legendäre Montur. Ja, aber die können wir echt noch nicht besiegen. Das war jetzt gerade nur Zufall, dass ich gesehen habe, dass er auf Stufe 20 war. Weil alle anderen sind, glaube ich, noch... Ah, guck mal, 22, den könnte ich auch noch mitnehmen. Ich meine, es gibt noch ein bisschen Erfahrung, der da unten hat. 25. Ja, es ist so, naja. Die werden ja immer stärker von Land zu Land. Nehmen wir erstmal hier Memphis mit. Wie Memphis brauchen wir? 20 bis 23 und wir sind... 22. Und haben einen Punkt auch auf. Da weiß ich gar nicht, was ich nehmen soll. Führen ist interessant, aber ich glaube, ich nehme hier noch was zum Kämpfen. Ultra-Höchstleistung. Ja, wenn wir unser... Wo wir die beiden Schultertasten drücken, den Rage-Mode haben, soll er besser angreifen können. Und dass hier die Adrenalinanzeige jetzt schon direkt zur Hälfte gefüllt ist, ist auch nicht verkehrt. Ja, dann werde ich da hingehen. Ach, ich wollte das eigentlich noch machen, ne? Scheiße. Dass der Vogel uns die Routen anzeigt, wie die patrouillieren. Na egal. So, ab nach Memphis. Was ist denn hier in der Nähe? Das hier. Da kann ich direkt schnell reisen. Ab nach den Memphis. Memphis. The Forest. The Memphis. Ab in den Süden, ne. Ja. Oh, da ist auch direkt so ein... Oh, der Fremde 28 ist, ja. Naja, wir reiten einfach mal in die Richtung. Pferdchen. Wilde Stute, du. Ich weiß gar nicht, ob das ein Hengst ist oder nicht.
mal was erkennen. Baumelt nix, ne? Ist wahrscheinlich eine Stufe. So, 1 Kilometer wieder hier querfeld einreiten. Ein Ausrufezeichen, wird da jemand wieder vom Tier angegriffen. Hat da jemand von einer Mücke gestochen? Man weiß es nicht. Kleines Fragezeichen, immer diese Fragezeichen unterwegs. Hast du wahrscheinlich hier wieder ein Lager, ne? Ein Lager? Ja. Hilft den Zivilisten, ah, okay. Kleines Sperrgebiet. Ist das Mini-Ding hier? Wie viele sind denn hier drin? 20, 21, 21, der schläft sogar gerade. Wenn ich den Vogel drauf schicke, dann werden die wach. Habe ich festgestellt. Auch nicht laut, wenn das Pferd da mal eben ein bisschen rumwiehert. Ja, wenn ich den down habe, muss irgendwie von der anderen Seite da hinkommen. Sieht der andere? Ne, der andere sieht den gar nicht. Der sieht den nicht. Kann ich ihn zur Seite tragen? So. Wenn die gerade schlafen, ist das ja mal eben hier easy going. Auch ein Hauptmann schläft mal von der Seite, ne? Der guckt aber in die Richtung. Der guckt da. Das reicht, um ihn zu töten, die Zeit reicht. Oh Gott. Das ist wieder so ein harter Kämpfer. Ah. Ach, der schläft. Ah, hätte ich auch schlafen können. Ich bin gespannt, was hier so an Stärkung kommt. Ja, greif mal an. Völlig niedergemacht. Aber noch Leuchtfeuer, Leute. Okay, er glaubt, dass er mich finden kann. Alarm! Alarm! Wie weit reichen denn die Leuchtfeuer? Da kommt da hinten einer aus der Stadt gerannt. Wo hat der denn jetzt hin? Zack! Aus dem Busch! Ich meine, das ist so die Erfahrung, ne? Die hier rumrennt. Kann man auch mal mitnehmen. Freue ich schnell den Zivilisten hier. So. Jagdbogen. Da kannst du den mal angreifen? Zack. Schöne Zusammenarbeit. Haben wir das Lager auch geschafft. So, wo ist das Pferd jetzt? Ja. Und weiter geht's. Oh. Es tut mir so leid, wenn ich auch so einen Steinbock umramme. Naja, der steht schon wieder auf. Das ist fast wie Kühe schubsen. Weil Kühe schubsen ja nochmal eine Nummer größer ist. Ich fand meinen Speer irgendwie geiler, ich weiß nicht. Vielleicht kriege ich nochmal so einen richtig fetten Speer. So einen legendären. Genau, den legendären Speer habe ich von dem, Kinderhändler da bekommen. Der hat mir den gegeben. So, der Fremde. Ja, wir nehmen erstmal hier wieder hier den Aussichtspunkt. Und dann den zweiten Aussichtspunkt, nämlich da bei der Quest. Dann haben wir nämlich direkt mal hier die Übersicht über die Stadt hier und die Lage. Wie komme ich denn hier rein?
Memphis entdeckt. Ah, hier kann ich durch. Memphis ist ja auch eine größere Stadt, ne? Was sagt denn die Karte? Ja, definitiv. Oh, guck mal an. Die kann mit Alexandria mithalten, ja? Cool. Gefällt mir. I should speak to Pasharemta right away. He's likely at the Great Temple. Ja, natürlich. Aber wir könnten auch kurz mal hier halten. Und mal bei der Rohstoffe holen. So, was hat die Weberin denn für uns an Rohstoffen? Genau, hier ein Outfit. Ägyptisch Wahid. Savannen. Ich kann mal die billigen kaufen. Ich meine, die kosten nur 200. Ich will mal gucken, ob die dann irgendwann neue im Angebot haben. Oder ob das immer gleich bleibt. So, Leder. Nee, alles, ne? Zwei kaufen. Vier. Ach, guck mal, hier gibt's eine neue Papyrusrolle. So. Hier sollen wir den Papyrus suchen. Mal gucken, ob der versteckt ist oder ob der einfach hier rumliegt. Vielleicht ist er hier drin. Nein. Entschuldigung. Im heiligen Tempel hier. Ach. Ist das schon der Papyrus? Ja. Brennender Busch. Wenn du zum anderen Ufer des Nils im Nomos Ineb Hedge gehst, findest du einen Gipfel mit einem großartigen Ausblick auf den Fluss. Seh dich um, dann komm und finde mich. Ich verstecke mich unter dem einzigen Baum der Umgebung. Anderen Ufer des Nils im Nomos Ineb. Nomos Nimeb irgendwas. Wo ist denn das? Ineb Hedget, Nome, Nome, Ineb Hedget, das ist hier. Andere Seite des Nils. Guter Ausblick, da. Da oben. Okay, dann wird da der Schatz sein. Alles klar. Nehme ich den Aussichtspunkt. Und dann weiß ich Bescheid. Oder sollen wir direkt den Schatz suchen? Leute, sollen wir mal einen Schatz finden? Komm, einmal so ein scheiß Papyrus-Rätsel zu schaffen. Jetzt habe ich gerade eine heiße Spur. Ich weiß, dass es dahin geht. Ah ne, ich muss das Ding da oben erkunden, damit wir schnell reisen können. Jetzt muss ich gleich wieder den ganzen Weg zurückreiten. Auch so geil, ne? Einfach mal hier mit dem Pferd in den Tempel reiten und das Pferd hier stehen lassen. Dafür, dass die Ägypter hier alle so hochreligiös sind, ne? Und viel Wert darauf legen, dulden die einfach, dass ein Pferd in die Halle scheißt. Oh. Memphis ist eine schöne Stadt, aber sie riecht wie ein Schlachtfeld oder ein Grab. Ja. Or a tomb. Or a tomb. Whoa. Hier ist noch eine Händlerin. Oder ein Händler. So eine Weberin. Das machen ja nur Frauen. Haben wahrscheinlich damals auch nur Frauen gemacht. Hat die jetzt eine andere Montur? Ja. Hier hat ein bisschen Marodeurkleidung, ägyptischer Hedge, persischer Prinz. Guck mal. Persischer Prinz sieht auch nicht schlecht aus. Wir haben einfach das Geld. Wir kaufen uns für euch mal so ein. Zack. Hartes Leder. Und Pelz. Na gut, das haben wir noch 7800. Dann gucke ich mal eben, ob ich das verkaufen habe. Ach, guck mal, ich kann die alten Sachen verkaufen. Guck mal, die Mumie kann ich für 1000 verkaufen. Jeden Ohren habe ich aber nur einmal. Krokodil, ja. Naja. Wir kriegen das Geld ja so wieder locker rein. So, soll ich mal eben anziehen, was ich gekauft habe? Das ist jetzt, was wir haben. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Die persische Wache. Und jetzt haben wir den persischen Prinzen. Sag ich das gleich nur in einer Farbe. Ja, lassen wir das mal so erstmal. Da sind so ein paar Gewässer. Ist ja hier fast wie in Venedig. So, einmal da hoch, erkunden. Und dann suche ich den Schatz. Wahrscheinlich habe ich auch zwischendurch andere Papyrus-Schätze gefunden, ohne dass ich wusste, also welche sind. So, aus Versehen quasi. Ja, das ist ja lustig. Wie komme ich jetzt? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, da komme ich ja gar nicht hoch. Yeah!
Jute Memphis-Ausblick. Heute bei Nacht. Oh, guck mal, da hinten ist auch noch so ein großes Gebäude. Ah, da müssen wir hin. Sinus-Wahrnehmung erweitert. Was heißt eigentlich immer Sinus-Wahrnehmung erweitert? Sieht er generell einfach schneller und mehr? Oder so wie hier? Zum Beispiel da ist ein Schatz. Oder hier. Das ist wahrscheinlich wieder hier so ein Lager mit Schatz. Okay, da können wir später hingehen und uns drum kümmern. Ich will jetzt hier drüben den Schatz finden. Dann kann ich hier schnell reisen und mit dem Schiff einmal rüber. Das mache ich jetzt. Ich werde... Nee, ein Papyrus-Rätsel haben wir ganz am Anfang gelöst, das allererste. Das war ja auch noch einfach. Jetzt schaffen wir es vielleicht, unser zweites zu lösen. Nicht schlecht, Herr Specht. Sprung. Zack. Genau, Gizi ist, da sehen wir die Pyramiden in der Richtung. Andere Richtung. Ich muss mir irgendwo so einen Marker hinsetzen. Ja, ich meine, da hat oben ein Typ irgendein Foto geschossen. Da können wir mal hingehen. Wahrscheinlich hat er damit die Stelle auch markiert gleichzeitig. Vielleicht ist es ja eine Hilfe für andere Spieler. Ja, dann würde ich... Kann man nicht einfach Fotos machen, hochladen, einfach direkt sagen, Papyrus-Rätsel 1, 2, 3. Gut, man würde spoilern, aber ich weiß nicht, ob das geht. So, oder wäre ich dann gebannt, oder ist das gar nicht möglich? Ja, auch interessant zu wissen. Ach, vor mir schon wieder ein Fragezeichen. Bitte lass es kein Schiff sein, das ich mal eben platt machen kann. Sonst muss ich das auch noch eben nebenbei machen. Na, ich glaube, es ist ein Schiff. Okay. Ich wollte nur ein Schiff haben, aber ich habe nicht gesehen, dass zwei Soldaten sind. Ich hab zu spät gesehen. Schön, dass ich beide gleichzeitig treffen kann. Oh. Wo schießt denn hier noch einer? Ach, da. Was? Wurden die gerade von einem Krokodil angegriffen oder war der einfach nur blöd und ist da irgendwo gegen gefahren? Er war gerade am Schlafen. Nur diese stillstehend schlafen gehen. Ich weiß auch nicht, was eine Nahkampfwaffe bringen soll, wenn der Gegner einschläft, also... Die Skills sind natürlich immer random, aber mit einem Bogen wäre es cooler halt, ne? Da würde man sich quasi mal einen Schlafpfeil sparen. Ich meine, die habe ich zwar jetzt nicht, aber... Man könnte. Ne, das ist das nicht, das Schiff hier. Was ist das hier? Entschuldigung. Das wäre ein Holzschiff. Ja, das fährt doch gerade weg. Nee, dann nicht. Aber das hier? Das sieht eigentlich gut aus. Das gefällt mir. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und dann geht's ab nach oben. Da sind einige, ne? Guck mal. Aber kein Kommandant, wie es aussieht. This place is heavily guarded. Ne, ich muss nur den Schatz plündern. Das heißt, ich muss, ich kann. Ich kann natürlich auch die Tiger befreien und wegrennen. Das ist natürlich auch interessant. Oder Löwe. Das mache ich gleich. Ich guck mal, ob ich die beiden hier... Oder? Den nehme ich eben mit. Haben sie mich hier entdeckt. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, der Löwe gewinnt. Bei den einen hat er schon platt gemacht. Der Löwe ist fast down. Hat doch nicht gereicht. Oh, shit! Ich dachte, er wäre tot. Den lassen wir einfach mal schlafen. Whatever gods you worship, obviously aren't listening. Ich dachte,
Wieso wurden mir die gar nicht angezeigt? Ach, der Typ da hinten schießt. Ist der irgendwie verpackt? Ein sehr gepanzerter Löwe. Wieso kann ich ihn jetzt töten? Von hinten mal eben draufhauen können. In der Brühe interessiert es wahrscheinlich gar nicht. Na, kommt der her. Yeah, Level up. Schatz geplündert. Alter. Wo? Oh. Hat er davon. Weiter geht's. Hoch. Das muss definitiv da oben der Papyrus-Schatz sein. Da stand ja auf der anderen Seite des Nils. In diesem Gebiet. Und dann stand da, was stand da? Wenn du zum anderen Ufer des Nils, aha, findest du einen Gipfel mit einem großartigen Ausblick auf den Fluss. Sieh dich um, dann komm und finde mich. Ich verstecke mich unter dem einzigen Baum der Umgebung. Ja. Also da oben der einzige Baum. Volle Kanne drauf fahren. Das ist eigentlich egal. Und danach eh die Schnellreise. Boah, ist schon ganz schön ein Stück. Kann ich hier irgendwie mit meinem Pferd zumindest einen kleinen Weg schon mal hochlaufen? Ja. Oder gibt es denn irgendwie andere Geheimnisse zu entdecken? So eine Höhle oder so. Könnt ihr mal gucken. Sieht aber nicht so aus. Hier wird mir nichts angezeigt. Nee. Ist einfach ein ruhiger Berg, wenn nichts los ist. Kann ich hier irgendwie hoch mit dem Pferd? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Muss ich zu Fuß hier besteigen? Zack. Zack. Das hängt unten fest. Ich glaube nicht, dass es hier hochkommt, oder? Doch. Sehr gut. Ah. Die Steigung ist, glaube ich. Ja. Muss ich zu Fuß machen. Die Steigung ist so krass fürs Pferd. So, die Frage, ob es genau da ist, wo der Typ da oben ist. Da ist ein Baum. Guck mal, der einzige Baum in der Umgebung. Wahrscheinlich ist der das. So ein bisschen trocken, der Baum, aber ich glaube, ist egal. Vielleicht können wir den ja eben gießen. Und den Mond sieht man auch. Wie cool ist das denn? Sieht echt schön aus. Ich hoffe nur, dass wir hier nicht runterfallen. Hier irgendwas? Ich könnte gucken, ob hier ein Baum ist, ne? Ich meine, ich habe ja gerade einen gesehen auf der rechten Seite. Ich meine, vor mir ist ein Baum, aber das ist eher gestrüppt. Das zählt nicht als Baum. Oben war es ein bisschen grüner. Die eine Stelle. So. Warte mal. Das Rätsel hieß Brennender Busch. Findest du einen Gipfel mit einem großartigen Blick, sieh dich um, dann komm hinter mich, verstecke mich unter dem einzigen Baum in der Umgebung. So, dann gucken wir nochmal. Da oben ist halt nur eine Palme, aber hier oben halt der Blick. Sieh dich um. Wir können auch von der Karte aus in die Richtung gar nicht mehr gehen. Das Ende. Ich meine, da die Stelle ist noch ein bisschen höher. Ja, das ist schon die Wand.
nicht verfügbar. Ja, ja. Sehr gut. Das ist ein Busch. Da ist auch noch ein Busch. Ich meine, die Quest heißt ja der brennende Busch, ne? Hab ich irgendwie das falsch übersetzt? Nee. Hä? Also diese Papyrus-Rätsel machen mich jedes Mal aufs Neue fertig, stelle ich fest. Hier haben wir jetzt schon den geilen Ausblick. Ich könnte höchstens nochmal einen Berg höher gehen. Aber da kam ich ja gerade her, hier. Hier ist doch kein Baum oder so. Bin ich blöd? Das ist genau wie der andere umgestürzte Baum, der da war mit dem Rätsel. Der einzige Baum. Wenn man die mal sehen würde, den einzigen Baum. Naja, ich glaube, es wird doch wieder nichts mit dem Rätsel. Oder zählt wirklich dieses Geäste als Baum? Ich glaube schon mal war. Da wird ja auch nichts angezeigt. Und normalerweise findet Zeno, glaube ich, auch die Schätze. Die zeigt er eigentlich an. Sind auch nur Büsche. Da unten ist der einzige Baum. Vielleicht meinen die den auch, die Palme. Dass man... Warte mal, vielleicht kann das sogar sein. Da steht ja, dass wir erst den Ausblick genießen sollen. Findest du einen Gipfel, sieh dich um, dann komm und finde mich. Ja. Ich verstecke mich unter dem einzigen Baum in der Umgebung. Ah. Ist das vielleicht der einzige Baum in der Umgebung, der da unten? Ja. Im Süden. Hierhin. Okay, alles klar. Ah, jetzt habe ich das Rätsel, glaube ich, gecheckt. Kriegen wir wieder Damage. Ah, ja. Kennen wir ja. Ich glaube, also wenn das jetzt nicht die Lösung ist, also dann bin ich ja schwer enttäuscht, weil das ist einzig denkbare. Das muss so sein. Gut, dass wir so sportlich sind. Ja gut, man muss die Rätsel halt auch ein bisschen, ne? Muss sie wirklich genau nehmen. Manchmal auch wortwörtlich. Ein bisschen umsehen. Und dann den Baum finden. Ja, mich hat wahrscheinlich auch einfach das Foto irritiert, dass der eine da ein Foto gemacht hat. Einfach so ohne Grund. Einfach weil der die Aussicht schön fand. Ich meine, die ist ja auch schön, ne? Kann man alles sehen, ja. Nö! Nee. Alter. Wenn jetzt noch weiter gesprungen, wäre ich vielleicht gestorben. Hätte ich den ganzen Scheiß wieder neu machen können. Hopp. Hopp. So. Pferdchen. Findest du was? Gerade nicht. Okay. Wow. Ja. Papyrus-Rätsel gelöst. Wir haben so einen scheiß Raubtierbogen nur dafür. Naja. Aber wir haben es geschafft, ein Papyrus-Rätsel zu lösen. Yay! Yeah! Damit können wir direkt in die nächste Folge starten. Sehr gut. Bis dann. Ciao, ciao.